Hallo und herzlich willkommen zurück bei Darkest Dungeon. Ja, wir haben beim letzten Mal den wetternden Propheten erlegt. Dadurch ist ein Hoffnungsstrahl hier eingefallen in unser Dörflein. Wir haben einen unglaublichen Hinterhof von Urkunden übrigens inzwischen. Ich weiß gar nicht, was man mit Urkunden nochmal verbessert hat. Was? Die Taverne waren Porträts. Ich glaube, Urkunden waren die Gilde oder so. Ah, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch irgendwas brauche, die Urkunden. Also, kommt das schon jetzt mal durch. Das Sanitarium braucht Büsten. Die Taverne braucht hier Porträts. Die Kutsche braucht, glaube ich, nur Wappen. Ist egal, die Kutsche ist auch vervollständigt. Und hier bei der Waldläuferin brauchen wir nur Wappen. Der Nomadenwagen braucht meines Wissens auch nur Wappen. Ja. Und die anderen sind alle fertig. Das heißt, wir haben wirklich nichts mehr, was wir mit Urkunden machen können. Außer natürlich hier in dem Bereich. Und da wird es auch allmählich mal interessant, auch sowas hier sich anzuschauen. Guck mal, 50 Porträts. Wo haben wir denn hier 200 Urkunden? 10% Heilfähigkeit, sehr, sehr nett und auch gar nicht so teuer. Wir müssen nur die Urkunden dafür zusammenbekommen. 110. Aber viel mit Urkunden kann man gar nicht machen hier. Also, wenn ihr seht, hier einmal 200 und da einmal 110. Und ansonsten ist das alles, was es gibt hier für Urkunden. Sprich, da sollten wir die Augen nach aufhalten. Gut, wir müssen noch ein bisschen entstressen hier. Zu diesem Zwecke, wo wir können eigentlich direkt diese Mannschaft hier nehmen. Ein Flagellant will traditionell eh nur flagellieren. Ein Bonhard. Der ist mit vielem zufrieden. Den schicken wir dann mal hier hin, Erleuchtung finden. Ein Bredon wird selbiges tun. Live 44, K-Tipp 35. Also die 44, die wäre ich durchaus noch bereit wegzumachen. Allerdings nicht hier, sondern in der Taverne dann. Die anderen haben ja alle Blutfluch. Und K-Tipp hat es verlangen, aber ich glaube, K-Tipp lassen wir mal in Frieden. Da könnten wir tatsächlich mit Katep hatten wir angefangen, im Sanitarium Ticks festzusetzen. Hat schon den Schläger fest. Ich meine, Katep hatte noch was anderes sehr Nettes. Hier Nahkampffähigkeiten. Photomanie ist nice. 20% Stress weniger bei Licht über 75. Und fast immer Licht über 75. Aber auch teuer. Nee, lass mal sein, wir brauchen Kohle. So. Und was machen wir heute? Wir haben nach wie vor keine nachgerutschten Helden. Das heißt, da sind wir raus. Wir können also mittlere Quests eigentlich nur machen. Ich würde auch gerne nichts allzu Wildes anstellen. Was ist denn mit dem Bauernhof mal wieder? Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Also da können wir irgendwie Beginn mit der Ernte machen. Ja, besiege so viele Gegner wie möglich. Obskure Spiegelung. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Das ist so ein All-You-Can-Erschlag. Sammle das Blut, wäre nice. Das ist eine kurze Veteranenquest. Tja. Oder einfach mal eine von den 8 Einladungen verheizen, ne? Wäre auch nicht dumm. Also, das können wir mal machen. Wen wollen wir denn in den Darkest Dungeon mitnehmen später? Also, Margret ist klar. Dann würde ich sagen, Brisk ist eine gute Sache immer. Also wir nehmen nur Bluter mit, ne, ist klar. Also sortieren wir eben nach Level. So. Also Margret kommt mit, dann Brisk will ich gerne mithaben. So. Wobei Desron und Lago, ne, das sind ja die beiden Urhelden. Die hätte ich natürlich eigentlich ganz gerne am Ende noch für das Achievement, dass die in die dritte Quest im Dunkelsten Dungeon gehen. Ich weiß noch nicht, ob das realistisch ist. Also Margret Brisk, ein Frontmann. Spinner. Ja, du, wir gehen halt auf Lago. Warum denn nicht? Kommen wir dem Lago mit? Ich finde Desron nicht. Boah, der ist nicht stark einfach. Ne? Das ist echt das Problem. So ein Wegelagerer, der haut nicht so viel weg. Vielleicht Bredon mitnehmen mal lieber. Irgendwie sowas.
Also auf jeden Fall können wir hier relativ risikolos mit einer anderen Mannschaft reingehen. Der Vincomte lädt mich zu seinem grässlichen Mahl ein hier mit verschiedensten Sachen. Und dann nehmen wir mal Schwerpunktwesen ein paar Fünfer mit. Und zwar Kartep. Auf jeden Fall. Dann die Bray. Turak. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir einen gierigen Lysatea-Move machen, aber ich glaube nicht, ne, das ist nicht sinnvoll. Vergil, du könntest mal die Truppe unterstützen. Ja, dich brauche ich auf gar keinen, wobei ich nehme Bredon mit, dann haben wir Vergil für die große. Das ist der Verlust, bla bla bla, okay. Also, wo ist Flaggeland? Lykophobie. Das ist voll okay. Menschenhasser. Gut. So gehen wir, glaube ich, mal rein zum Vicomte. Wir verbrauchen eine Einladung. Wir packen ein. 1, 2, 3 mal Blut. Oder ist schon jemand am Dahinsiechen? Nein, dann packen wir dreimal Blut ein. Dann brauchen wir nicht allzu viele Fackeln. Ein Stack reicht. Zwei Stacks Nahrung nehmen wir mit. Zwei Bandagen finde ich gut. Zwei Schippen. Zwei Schlüssel. Ist gut so. Reicht, glaube ich, oder? Ja, also zum Vicomte selber werden wir eh noch nicht kommen. Entsprechend nehmen wir mal einfach eine günstige. Komm, ein Gegengift packen wir mal ein. Dann nehmen wir eine günstige Ausrüstung mit. Der Vicomte hat nämlich den Tisch gedeckt. Hier, könnt ihr sehen, lecker hat der Vicomte für uns aufgetischt. Sieht gar nicht so verkehrt aus, ein bisschen klebrig alles. Aber auf jeden Fall gibt es hier viel Wein. Und Schweinchen mit Äpfeln im Mund. Ich denke, die hat er im Labyrinth geerntet. Und auch hier aus den Ruinen ist noch was Feines dabei. Also exotische Köstlichkeiten aus allen anderen Ländern, kann man sagen. Was ist mit ihm hier? Der hat das Verlangen. Achso, Schutz verhindert. Quest. Achso, weil er hier die Ausrüstungskombi hat, der gute Kater. Okay, dann schmeißen wir direkt den Blutrausch an. Achso, wir sind hier mitten im Dungeon. Warum laufe ich denn jetzt hier rein? Okay, egal. Wir haben hier den ersten Kampf. Orientieren kann ich mich ja dann danach. Naja, gemacht hätten wir den eh, denke ich. Dann durchbohren wir mal den Ritter. Und machen mal direkt 33 Plan. Ja, Kateb, keine Fragen. Dann versuchen wir den Ritter direkt zu angeln, dass wir den vielleicht ganz wegbekommen. Nein. Komm. Jawohl! Ah, oh, super. Wir haben den Ritter abgeräumt, bevor er zuschlagen konnte. Das ist uns, glaube ich, noch nie gelungen. Dann versuchen wir einen Schrotschuss auf die beiden hier vorne. Ja, also so zu Schrott geschossen. Crimson Court-Gruppe haben wir auch schon lange nicht mehr. Da wieder beleidigt der Kartep. Was für ein Arscher ist. Das hübsche Ding. Die Notleine Mike lässt sich schützen, nämlich an. Jawohl. So, dann geht es daran, die beiden Hausknechte da hinten zu erlegen. Ich denke, dass wir. Was hat er? Abwehr erhöht. Okay, da guck mal, wer ignoriere ich doch mit dem Stock? Sind wir das Problem da schon mal los? Er verwandelt sich hier in Super Hausknecht, den groben. Wollen wir hier machen? Nee, mit Dolchen. Mein Gott, Leute. Ihr haut aber gut was weg hier. Ihr haut ja richtig was weg. Warum's? Alle tot. Und nicht allzu viel verloren dabei. Das ist schön. Fängt noch ein bisschen Blut dazu. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Hier sind wir. Okay. Ah, wir sind hier gerade in einen anderen Flügel rübergegangen. Okay. Und haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich erinnere mich, hier gab es den blauen Schlüssel, den müssen wir nehmen. Den müssen wir da benutzen. Und jetzt geht es hier praktisch weiter. So, und ich würde sagen, rechts ist tendenziell der Weg, der irgendwann gegangen werden muss. Dann gehen wir zuerst nach links in der Hoffnung, dass wir da einen Schlüssel für rechts finden. Guck mal, hi, du runzlige alte Schachtel. Blut haben wir doch genug. Schenk mir Schätze, ich mag Schätze. Was ist das? Ein Ahnenschatz.
15 ausweichen. Der ist nicht so geil, ne? Warum gibt es immer Plus-Stressschaden? Gegen Krankheitswiderstand, der ist auch schlecht. Blutenfähigkeit für ein Fluggy, das finde ich wieder nicht so übel. 15% Schaden bei Hitpoints unter 40% ist auch gut. Minus 20%. Okay, Heilfähigkeit, naja. Also, über die können wir auf jeden Fall mal nachdenken. Und dann schauen wir mal hier hin. Hier ist nichts. Und es geht in zwei Richtungen weiter. Ich nehme mal zuerst nach oben, weil es da am wahrscheinlichsten zu einer Sackgasse kommt. Ein berstender Stock, den räuchern wir aus. Schnappen uns alles drin nicht. Und jetzt haben wir dann das Inventar dann auch schon direkt voll. Nein, und noch ein berstender Stock. Brauche ich schon keinen Platz. Okay, das passt aber alles noch rein. Und es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir folgen dem Weg. Ich hoffe, dass es eine Runde wird hier. Dann werde ich allzu viel Zeit verloren. Und wir finden hier ja, eine Standard mitteleuropäische Durchschnittsvampirgruppe. Durak, ja, ich wollte gerade sagen, du hast den Blutflug doch noch gar nicht. Höchste Zeit, dass du da mal nachziehst mit den anderen. Bin geneigt, zuerst den Hausknecht anzugehen, aber der ist dagegen. Und schieben wir da mal den Dolch rein. Aber er blutet nicht, der Sound. Okay. Genau, immer Leute ganz erschlagen, gerade hier im Crimson Court ist wichtig, weil die, ja, genau, hier sehen wir es sehr schön, sehr, sehr gerne auch mal Lebensmittel wieder zurückbekommen. Und da steht man dann immer da. Komm her. Und auch er saugt sich wieder voll, unverschämterweise sogar, glaube ich, mit mehr als er an Schaden gemacht hat. Wir müssen mal anfangen, ein, zwei Leute zu heilen hier, sonst kommen wir da nicht mehr mit dir hinterher. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Mit zwei Sekundärheilern ist auch nicht ganz schlecht. Plapperndes Gefolge. Jawohl, da stirbt er. Und dann würde ich sagen, wir machen mit der Mücke weiter. Neu entfachter Appetit hat sie. Peng! Tot. Eine letzte Kurtisane noch und dann haben wir es. Manchmal muss man einfach auch nur mit der Axt ins Gesicht schlagen. Da muss man gar nicht so viel nachdenken. Ja. Dem Speer einmal nachpieksen und dann haben wir das Problem auch gelöst. So, nicht genug Platz. Das macht Widerstände erhöhen. Ja, warum nicht? Trinken wir mal einfach. Und hier haben wir Wappen über. Es macht wenig Sinn, das Gegengift wegzuschmeißen, aber wir sind nicht dafür da, nur Situation zu machen. Und wir haben ja, oh, das habe ich übersehen, wir haben ja ein Zweier-Stack Essen, den können wir mal irgendwie verspeisen. So. Da unten erkunden wir. Leider können wir es nicht sehen. Okay. Alles klar. Dann geht es weiter runter in eine Menge erstmal leerer Räume. Da gibt es schon wieder die Möglichkeit, hier so einen berstenden Stock auszuräuchern. Warum nicht? Das wieder zweimal essen, das nehmen wir direkt zu uns. Hier dürfte nichts sein, genau. Und dann geht es weiter hier, ich würde sagen nach links zuerst. Ey, sag mal, das ist glaube ich der fünfte von diesen berstenden Stöcken, die ich jetzt hier innerhalb von wenigen Räumen abfackel.
So, jetzt haben wir zwei Variade gefunden. Ich bin geneigt, die Schlüssel wegzuschmeißen. Wir können ja hier theoretisch wieder hin zurückkehren. Dann wären Schlüssel nicht das Allerschlimmste. Auch hier wieder nichts. Mein Gott. Weiter nach links, weiter nach links. Und wir sehen einen Ritterkampf mit Ritter und ein bisschen Kleingerunze. Der Fleischfresser hier vorne meistens das Ungefährlichste. Aber wir gucken erstmal, was wir dem Ritter Gutes tun können mit dem ersten Stoß. Ne? Nur 10 Schaden ist nicht so viel. Du brauchst das Blut, okay. Dann gut los. Und dann gehen wir hier hinten mal mit. Okay, also sie machen wir 16 Schaden, das ist erstaunlich viel. Ich würde den Ritter gerne holen, allerdings hat er 92% Bewegungsresistenz, der wird sich da vermutlich nicht beeindrucken lassen. Ich sollte vielleicht eher entweder sowas hier machen, ja. Minus Abwehr, komm, machen wir die Abwehr runter von ihm, dann können die Fernkämpfer da gleich zumindest mal reinsäbeln. Ja, exakt du nämlich. 18 Schaden mit der Musketierin, sehr gut. Es verbleiben 9. Einmal wieder also zuschlagen dürfen. Potenziell auch ein zweites Mal, der für die zweite Runde würfelt. Ja, versuchen wir es definitiv nochmal. Sehr gut, also da weg. Jetzt sind wir den Ritter wieder los. Dann. Ich möchte dich zwei, die kann man schaffen mit dem, ja, mit dem Wurfhaken erschlagen. Ja, er ist auf dich, du heilst dich meines Wissens noch nicht. Nibbel, nibbel, genau, kauen ist eine deutlich harmlosere Fähigkeit als das, was du hier vorne mit den Blutsaugen immer machst. Und dann haben wir nur noch den Hausknecht, der mit eklig viel 37er Ausweichenwert umhergekommt. Ja, bist du menschlich oder nur ein Becken für Blut? Das weiß man nicht, ne? Da musst du auch für dich selber manchmal entscheiden, so Sachen. Auf jeden Fall nehmen wir mal eine Heilung. Ah, das war schlecht. Das war noch schlechter. Du heilst dich mal auch selber. Nehmen an, dass er dann nochmal darf. Nein, wir erdolchen ihn einfach mit einem Stoß von Bredon. So, was haben wir hier denn? Narr? 30% auf Blumen, das ist tatsächlich nicht schlecht. So, was kriegen wir jetzt hier noch mitgenommen? Oha, das ist gewöhnlich für den Narren. Also, was können wir denn überhaupt noch entbehren? Wir sind schon total vollgesaugt hier mit Zeug. Ich würde sagen, wir schmeißen mal die Schippen weg. Die 4 Schaufeln, das tut besonders weh. Aber davon haben wir einfach auch welche gefunden. Dann können wir das Porträt auf jeden Fall mitnehmen. Und Blut tun wir ja eigentlich auch nie. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall die Würfel mit. Und nun die Frage aller Fragen. Schmeißen wir noch was weg für die 1000 Gold. Diesen lächerlich schlechten Anhänger der Krankheit hätten wir hier noch. Haben wir doch irgendjemand, der was frei hat? Nee, ne? Nee. Das hätte mir auch ein Wunder gegeben. Wir könnten diesen schlechten Anhänger der Krankheit wegtun, um die 1050 Gold mitzunehmen. Ich glaube, der bringt tatsächlich weniger im Verkauf. Und können wir auch noch drauf stapeln. Ja. Machen wir so. So, es lohnt sich eigentlich fast schon nicht mehr hier überhaupt noch zu bleiben, weil wir so vollgestopft sind mit Loot. Aber wir haben noch Essen. Dass wir auch tatsächlich mal essen können. Also das vergesse ich auch sehr gerne. Und wir haben noch Fackeln, die wir theoretisch auffangen könnten. Ja, und hier ist die Kiste, die wir... für die wir keinen Schlüssel mehr haben. Ich würde sagen, dass wir nach dem Kampf hier mal rausgehen. Weil ja einfach nichts mehr zu holen ist, ne? Also klar, wir könnten jetzt hier... Die Truppe kann noch. Ja, aber Kater jetzt auch langsam... ich kann nicht, sagt er noch in dem Moment. Können wir das alles tun? Ja, okay. Das ist gut.
Ja, aber ich würde sagen, Kateb macht wenig Sinn, noch lange hier im Kampf zu halten. Macht crazy Sachen, aber am Ende. Wird er hier gleich vom Stress eingeholt werden, fürchte ich. Das sieht aber nicht schlecht aus hier. Wir müssen auch nicht aus jedem Dungeon rauskommen, als wenn es kein Morgen gäbe. Also als wenn wir hier so total zusammengeschlagen werden halt. Deswegen könnte man hier tatsächlich gleich mal mit Ehre und Anstand gehen. Sehr schön. Okay, wir finden hier noch eine Menge Krempel. Und jetzt haben wir schon Probleme. Also, wir kriegen das alles gar nicht mehr mit. Ich schmeiß jetzt hier alles weg. Ich schmeiß auf jeden Fall die Fackeln weg. Ich schmeiß die Nahrung gleich weg. Dann Wappen sind Pflicht und dieses Unholzschloss nehme ich auch mal mit zum Verkaufen. 100 Gold sind nicht so wichtig. Einmal Blut. Die Frage ist, was sollte man statt einmal Blut wegwerfen? Ja, den Stack Nahrung hier eventuell noch, ne? Ja, komm. Wir nehmen das Blut mit, schließen und verlassen. Weil die Kiste gehe ich jetzt nicht mehr an. Die steht ja dann noch, wenn ich das nächste Mal hier reingehe. Und dann haben wir auch wieder einen Schlüssel dafür. Das war ein kurzer Besuch bei Vincomte. Wir finden, ja, bisschen Kleingeld, also gerade so viel, dass sich der Aufenthalt hier reamortisiert, aber dafür eine erklägliche Menge an verschiedensten Urkunden und auch noch Zeug zum Verscherbeln vor allem. Unmusikalisch, das ist wirklich schade. Stärkende Melodie, mir ist dann so, okay, das ist sehr egal, wirklich. Ja. Also das sind alles harmlose Änderungen von harmlosen Ticks. Nicht ganz so schlimme Sachen. Gut. So, hier haben wir eine Menge. Mein Gott, 133 Stressverhängung hat der Sturm gekriegt. So viel Stress hatte er gar nicht. Schwindel ist behandelt. Wunderbar. Dann sind wir doch jetzt hier. Haut doch eine sehr, sehr einsatzfähige Truppe. Wir kicken hier mal alles raus. Um dann morgen mal den Darkest Dungeon anzugehen. Ich denke, da haben wir eine Menge verschiedener Leute, die sich den mal von innen angucken können. Und da wir jetzt noch so ein bisschen, also ich denke mal, das wird lange dauern und jetzt haben wir eine relativ kurze Folge bislang. Das heißt, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Stressheilung. Kränklich Asphalt Säufer. Okay, also Barbara ist festgelegt auf die Kneipe. Kateb ist festgelegt auf. Gar, ne, darf nicht saufen, aber darf hier durchaus auch rein. Geht ja zocken. Und ach, guck mal, hier haben wir auch noch die Bray und Dura. Klar, die waren ja auch gerade mit. Flaggeland. Und ein anämischer Hasenfuß. Okay, der kann saufen. Dann würde ich sagen, geht die Flaggelandenfrau nochmal flagellieren. Ja, ordentlich Geld, gut. Und dann können wir schon mal. Ah, in die Kutsche wollte ich noch schauen, genau wie jedes Mal. Eine Level 1 Vestali, die nehme ich tatsächlich mal. Und zwar. Welche Eutropia war es gestorben? Ich glaube, es war noch die erste, ne? Kautisch Ulfka. Eutropia, es war tatsächlich die erste Eutropia, die gestorben ist. Dann werden wir hier Eutropia die zweite taufen. Okay, und in die werden wir jetzt erstmal noch nicht viel Geld stecken. In der Hauptsache haben wir jetzt hier wieder eine kleine Level 1 Truppe. Ach, da ist doch, ich habe ja schon einen neuen Ulfgar. Wunderbar. Brauche ich eigentlich noch einen neuen Mock, ne? Der Pestdoktor, der ist. Nicht mehr da und genau die letzten zwei Slots, die haben wir ja so für Sondereinsätze, Geiselrettungsdinger und sowas, lassen wir die immer frei. Wunderbar.
nach Aktivität sortieren. Was heißt denn Aktivität? Ich weiß, wie oft die im Einsatz waren. Ach so. Nee, okay, nach wie aktiv die jetzt gerade sind wahrscheinlich. Okay, Leute. Doch ein, zwei Schmuckstücke können wir doch verscherbeln hier. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Also dieser Ahnenschatz hier, plus 15 Ausweichen ist eine Menge, aber plus 10% Stressschaden ist genauso eine Menge. Wäre eventuell was für live, den können wir generell mal aufmachen. Also das macht plus 4 Ausweichen hier und ein bisschen Präzi. Den auf Maximum Ausweichen, das Skill finde ich natürlich geil. Der ist auch richtig schlecht hier, der Stein. Schau mal, wir nehmen den Stein jetzt hier weg und geben ihm diesen Umhang. Dann verkaufen wir den Stein. Und hoffen mal, dass die plus 10% Stressschaden nicht allzu schlimm für ihn sind. 30% Blutungschance ist natürlich auch mega fett, ne? 30% ist viel. Ist richtig viel, aber ich weiß nicht recht. So, das ist Blutungswiderstand, Krankheitswiderstand, aber auch plus Stressschaden. Warum gibt es denn alles plus Stressschaden, diese blöden Helden-Dinger? Sehr seltener Armschutz, 20% Schaden einfach, das ist auch richtig geil. Wer macht denn viel Point Damage? Ja, eigentlich die Barbarinnen, ne? Erspänner. Ach, guck mal, das ist eine Löwenkriegsbemalung, da gibt es dann wieder einen zweiten Teil von, der dann wieder, okay. Also ich glaube, den kann ich erstmal weghauen hier. Das macht nur Schaden, wenn ich wenig Lebenspunkte habe, das passiert ja gar nicht so oft. Und das macht Schaden, wenn ich ganz vorne stehe. Das finde ich wieder ganz gut. Und das hier macht einfach Schaden. Mein Gott, die macht dann richtig fett Schaden. Ich glaube, die nehme ich auch mit dann beim nächsten Mal. Ich glaube, die, würde ich sagen, setzen wir schon mal fest hier für den Darkest Dungeon. Okay, Leute. Ich denke, die ist gesetzt und die ist gesetzt. Und den Rest überlegen wir uns morgen. Dann wird unser erster ernsthafter Versuch in den Darkest Dungeon zu gehen passieren. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Ciao, ciao.